Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir haben in der letzten Folge ganz viel gebaggert und ganz viel mit dem Radlader gearbeitet. Das heißt, da unten die Erde ist weg. Hier oben, das haben wir ausgebaggert. Ja, das hat Spaß gemacht, mit dem Cat da hinten mal wieder zu baggern. Ja, jetzt müssen wir die Baustelle gerade mal räumen. Wir müssen alle Maschinen von dem Baugelände runterbringen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was sich da gleich alles ändert, aber auf jeden Fall anscheinend einiges. Ich guck mal, dass wir hier... Okay, das zählt als runtergefahren, dann lassen wir das Fahrzeug gerade mal hier stehen. Ja, mal gucken, was sich dann alles ändert. Oh Gott, er weiß gerade wieder nicht, in welche Richtung er rennen soll. Die Maschine soll noch weg. Der Radlader, mit dem haben wir da unten schön rumgeschaufelt. Fahren wir jetzt gerade auch mal hier runter. Und vielleicht sogar hier drüben hin. Sind wir schon bei 25% vom Startrampenbau Teil 1. Klingt gut. Also ich finde, wir kommen halt wirklich recht zügig voran eigentlich. Ich bin da wirklich mit zufrieden. Wir haben dann noch Teil 2. Ich denke mal, Teil 1 ist jetzt nur die Bodenarbeiten. Ja, dass wir in die Tiefe gehen. Da die Rauchabzüge oder wie auch immer die genannt werden, bauen. Und Teil 2 gehe ich mal davon aus, dass wir dann das Gebäude in die Höhe ziehen. Ja, beziehungsweise, was heißt Gebäude? Die Startrampe. Naja. Gut, fahren wir mal die Planierraupe runter. Ich denke mal, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. So, gut. Dann haben wir jetzt auch eine Rampe, die da nach unten führt. Die hatten wir ja schon angelegt in der letzten Folge. Die ist jetzt aber nochmal vervollständigt worden. Dann kommen wir auf die Ebene. Und hier können wir komplett runterfahren. Da ist... Wer würde denn da den Kran hinstellen? Aber ich glaube, wir haben ja nur den Kran. Ich glaube, wir gehen mal shoppen. Ich hätte nämlich gerne mal einen anderen Kran, ein bisschen größeren. Zum Beispiel den Sunny. Ja, den hatten wir auch noch nicht so häufig jetzt in Gebrauch. Nehmen wir den einfach mal. Dann können wir den hier aufstellen. Schön rot oben, schön auffällig. Jawohl, ich glaube, der... Ah, oder von der Reichweite? Ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir dann mal gucken, ob der reicht. Wenn nicht, müssen wir den lieb hernehmen. Na gut, wir sollen Material auf jeden Fall jetzt hier verteilen. Ich würde jetzt einfach mal dazu tendieren, dass wir das Material herliefern lassen. Wir gehen jetzt einfach mal zu dem Baustoffhändler, den haben wir hier. Betreten wir gerade einfach mal. Und dann sagen wir das zweimal. Das einmal. Das nehmen wir sechsmal mit, das nehmen wir dreimal mit. Ist eigentlich gar nicht so viel Material, was wir hier gerade besorgen sollen. Dann liefern an Baustelle, kostet nochmal 3780 extra und dann sind die Sachen da. Da stehen sie. Ihr könnt euch denken, ich habe irgendwie Bock, da mit dem Teleskoplader rumzufahren. Komme ich hier gut dran? Ich würde da, glaube ich, schon gut drankommen. Müssen nur da vorbei, dann können wir die Rampe runterfahren. Okay, ist beschlossene Sache. Beschlossene Sache, ich muss nur gerade mal gucken. Wir haben Fuhrpark. Ich würde da, glaube ich, den Kramer bevorzugen. Dass wir den nehmen. Der ist ein bisschen kleiner, kompakter. Ich glaube, da können wir hier ganz gut rangieren. Ich glaube, das kriegen wir gut hin. So, den haben wir aber noch an einer anderen Baustelle stehen. Den bringen wir jetzt mal hier rüber. Zum Startgelände. Ja, los geht's. So, das Material müsste hier auf der linken Seite irgendwo sein. Ist jetzt überall so Erdhaufen hier platziert. Ist nicht so geil. Dann brauchen wir Palette Holz. Das sind Holzbalken, Holzbalken. Wo sind denn die? Okay, da müsste ich von der anderen Seite dranfahren. Oder halt hier einmal die Deckenelemente zur Seite schaffen. Ja, ganz so viel Platz zum Rangieren haben wir leider nicht. Ja, komm, ein bisschen geht noch. Boah, die schießen immer so los, die Fahrzeuge. Ich würde jetzt die Deckenelemente einfach mal daneben setzen. Die brauchen wir gerade nicht. Hier einfach mal so hin. Und dann nehmen wir die Palette Holz. Muss ich gerade so ein bisschen gucken, dass ich da nirgendwo voller Gegendonner. Ah, ob das funktioniert? Ja. Oh, oh nein, wir sind irgendwie im Boden festgebackt. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, Problem erledigt. Ja, und ich glaube, mit dem anderen Teleskoplader, der wäre ein bisschen zu groß gewesen. Dann wären wir wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter rumgekommen.
Normalerweise müsste man rückwärts jetzt hier runterfahren, damit die Palette nicht nach vorne abhaut. Ist es hier? Nee, ist nicht hier. Ah, ist da. Okay. Super. Ja, oder man müsste halt die Palettengabel ganz doll neigen. Aber ich glaube, von der Neigung her, das würde nicht passen. Das würde nicht funktionieren. Normalerweise müsste man rückwärts da runter. So, Bewährungsgitter. Die haben wir auch eingebaut. Da kann ich aber besser hinfahren, indem ich einfach jetzt mal hier rückwärts reinfahre. Dann kann ich nämlich hier die eine Palette mal aufnehmen. Hoppala, falscher Modus wieder. Ich wollte eigentlich absenken, aber war noch im Sichtmodus. Die können wir auch einfach mal daneben schmeißen. Hier neben die Deckenelemente. Jawohl. Ja, das passt schon vom Platz her. Also ist schon okay. Oh, wieder falscher Modus. Das ist immer doof, wenn du schnell während der Fahrt absenken willst und dann unter die Palette zu fahren und du bist einfach noch im Sichtmodus drin, dann verrenkst du dir erstmal den Nacken. Au, stimmt, ich stand gerade ein bisschen falsch da. Ich wollte gerade so mittig zwischen die zwei Bewährungsgitter reinfahren. Das war nicht so gut. Das hat gerade ganz schön durchgewackelt. Ich hatte Bewährungsgitterpalette gerade falsch im Gedanken. Deswegen bin ich so zwischen die zwei gefahren. So, normalerweise müsste man hier so runterfahren. Ist ein bisschen langsam. Aber so kann die Palette halt nicht von der Gabel runterrutschen. Weil das ist doch schon ganz schön steil, wie es hier nach unten geht. Sieht man ja. So könnte die nicht runterrutschen. Dauert halt ein bisschen länger. Oder man muss die Palette halt richtig festzurren an der Gabel. Kann man auch machen. Ich finde es aber mal cool, dass wir hier die Rampe gerade so hoch und runter fahren können. Deswegen wollte ich jetzt nicht mit dem Kran arbeiten. Deswegen habe ich mich geweigert. So, das müsste besser klappen, weil ich diesmal ein bisschen gescheiter dastehe. Ah, wobei, die Palettengabel hat es ein bisschen verdrückt gerade. So, ich würde sagen, komm, wir rasen einfach wieder vorwärts runter, oder? Es geht schneller. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das gesichert ist auf der Palettengabel. So, das ist die letzte. Wir kommen da gut dran. Kann er noch ein bisschen vorfahren. Jawohl, die hat es aber jetzt auch wieder ein bisschen fett umgedrückt. So. Können auch die Palette mal komplett neigen. Also das ist die komplette Neigung, die wir machen können nach oben. Gut, wird schon passen. Also mehr neigen können wir sie nicht. Also die würde immer noch rutschen wollen, wenn wir geradeaus runterfahren. Also so, vorwärts runterfahren. Die würde immer noch rutschen. Jawohl. Material verteilt. Baumaterial auspacken. Dann dürfen wir gleich betonieren, so wie es aussieht. Gehe ich mal davon aus. Nicht gerade wenig. Nicht gerade wenig. Wir sollen schon wieder Material verteilen. Boah, wie stellen wir denn hier die Betonpumpe hin? In die Schräge geht nicht. Von da oben irgendwie arbeiten ist auch irgendwie ein bisschen schwierig, oder? Gut, ich muss gerade mal ganz kurz pausieren, bin gleich wieder da. Bis gleich. So, wieder zurück. Boah, krass, das ging ja schnell jetzt. Ich hatte ja gerade, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass bei uns die eine Straßenlampe nicht funktioniert. Und ich jetzt gestern Abend endlich mal die Meldung fertig gemacht habe, dass die Lampe wirklich noch einen Wackelkontakt hat oder immer noch einen Schaden hat. Oh, jetzt wurde ich gerade angerufen, dass hier jemand in der Straße ist, hat alle Lampen angeschaltet und hat gesagt, ja, welche Lampe ist es denn jetzt genau? Und die sind tatsächlich schon da und reparieren jetzt die Lampe. Ey, das ist, wir haben gerade mal einen Tag später um 14.46 Uhr und ist jemand da und guckt nach der Lampe. Wie schnell ist das denn? Material wollte ich besorgen. Ups, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen überrascht gewesen. Material wollten wir gerade besorgen, da oben hinstellen. Krass.
Ich bin gerade ein bisschen abgehetzt, weil ich gerade rausgerannt bin, habe dem gezeigt, wo er hin muss. Oder beziehungsweise welche Lampe es ist, weil gerade leuchtet sie wieder. Das ist ja das Phänomen, was ich beschrieben hatte auch, dass die mal leuchtet und mal nicht. Gerade natürlich, wenn jemand da ist zum Gucken, leuchtet die nicht. Deswegen hat er gerade angerufen gehabt. Hat sie geleuchtet, meine ich. Und ja, na gut. Ich bin aber wirklich gerade voll perplex, dass das so schnell ging. Ich habe noch nie so schnell gesehen, dass so eine Meldung bearbeitet wird. Ich bin begeistert. Es gehen doch mal ein paar Sachen schnell in dem Land. Krass. So, wir tun hier noch Material jetzt gerade weiter verteilen. Palette Holz hätten wir da noch und Holzbalken. Ich würde jetzt gerade mal hier die Holzbalken wegnehmen. Und dann die Palette Holz. Ups, wir schleifen gerade ein bisschen am Boden. So. Und direkt mal hier abstellen. Und jetzt brauchen wir noch Paletten Holz. Gut, da haben wir nur die zwei. Die kriegen wir los. Die kriegen wir los hier. So. Das hat gerade ein bisschen ungemütlich ausgesehen. Haben wir noch Platz? Wir haben noch Platz. Gut. Und, oh, jetzt wollte ich gerade eigentlich wieder die Gabel bewegen. Erstmal wieder voll die Sichtsteuerung benutzt. So macht man das nicht. Ja, ich bin immer noch am Überlegen, wo wir die Betonpumpe hinstellen. Ich weiß nicht, wenn wir von hier oben arbeiten, müssen wir bis ganz nach unten mit dem Ausleger und müssen da unten betonieren. Da geht ja schon der halbe Weg von dem Ausleger quasi verloren auf dem Weg nach unten. Da kommen wir doch nicht weit, oder? Ich weiß es nicht. Oder, ja, hier oben wäre der perfekte Platz eigentlich, flache Ebene und so weiter, aber ob das so gut ist? Ich weiß ja nicht. Wir gucken uns jetzt, glaube ich, hier erstmal nochmal so ein bisschen um. Da drüben hinstellen wäre auch okay, weil da hätten wir auch eine ebene Fläche da unten. Da wären wir auch ein bisschen näher an dem Zeug dran. Problem ist nur, ich glaube, diese Schräge runterfahren. Entweder bleiben wir hier unten bei dem Knick hängen oder da oben wahrscheinlich. Oder ich komme mit der Betonpumpe nicht mehr hoch und muss mich zurücksetzen lassen. Aber ich glaube, das Risiko ist es wert, weil von hier oben nach da unten betonieren, da kommen wir auf keinen Fall da hinten in die Ecke. Das bringt nichts. Gut, da gehen wir gerade mal zum Fuhrpark. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir mal weiter. So, hier Betonpumpe, einsteigen. Wir nehmen die natürlich wieder. Brauchen wir dann noch den Mischer, den müssen wir auch noch dazu nehmen. Wo stehe ich denn hier? Achso, ich war, ja, ich war bei der Tanke mit dem Ding, hab das repariert und betankt. Gut, dann können wir auch die paar Meter fahren, das ist ja nicht weit. Da hinten sehen wir schon die Baustelle, da stehen unsere ganzen Fahrzeuge rum. Müsste ich nur wissen. Okay, wir können aber da vorne rechts fahren. Hier können wir dann... Ja, da kommen wir lang. Okay, dann fahren wir hier rechts. Gerade weiß man einen Weg dahin suchen. Hier rechts. Ich meine, wir könnten auch die komplette lange Rampe entlang fahren, aber das wäre auch irgendwie doof. Wir können da vorne hier den Matschweg rein, also den Erdweg. Da können wir lang. Genau. Ja, wir hätten auch den anderen Weg hier nebenan nehmen können, der ist ja auch noch gegangen. Aber so kommen wir, glaube ich, ganz gut die Richtung hin. Weil hier haben wir direkt auch die Rampe. Wie gesagt, in der schräge Betonpumpe aufstellen geht nicht. Ich hoffe nur, dass wir hier genug Platz haben. Oh, das wird jetzt kratzen vorne. Ja, das kratzt und wir schweben. Und wir schweben hinten und wir hängen fest. Ich würde den ersten Versuch fast als gescheitert ansehen. Da hilft nur eins. Ganz viel Schwung.
Okay, ich glaube, das hat auch nicht funktioniert. Ja, komm, gib Gas. Okay, wir werden diese Maschine nie mehr da rausbekommen. Das ist halt auch verdammt weit weg, wenn ich das gerade mal so sagen darf, bis da drüben hin. Aber das müsste machbar sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nur genug Platz, um hier die ganzen Stützen auszufahren. Oh nein. Zack, angeeckt. Jo. Na, komm, dann fahr wieder zurück. Ja, ist gut. Fahr zurück. Wir machen also hier hinten die Heuschrecke. Ich denke mal, so wird der Platz dann reichen. Sieht irgendwie immer aus wie so ein bisschen Heuschrecke, weil hinten die langen Beine oder die langen Stützen, vorne ein bisschen kürzer. So. Jetzt muss ich ja nur gucken, dass ich mit dem Betonmischer da irgendwie dran komme. Ich könnte weiter nach vorne fahren, theoretisch. Dann hätten wir ein bisschen mehr Platz hinten für den Mischer, aber da haben wir das nächste Problem, da sind wir wieder weiter weg von dem Betonzeug, weil da die Bewährungsgitter rumfliegen. Aber ich glaube, das passt. Ja. Das täuscht immer so extrem. Das täuscht immer so extrem. Das ist nicht mehr schön. Gut. Die Maschine steht. Jetzt hoffe ich nur, dass wir mit dem Betonmischer da überall drankommen. Und wenn das klappt, dann haben wir gewonnen. Gut. Auslagern. Einsteigen. Schnellreise die paar Meter. In dem Falle jetzt mal. Wir sind ja eben schon einmal gefahren. Gut, jetzt müssen wir da rüber. Dann müssen wir rückwärts in die Schräge rein und hoffen, dass wir dann... Achso, ich muss die Klappe noch aufmachen. Habe ich vergessen. Ja, und hoffen, dass wir dann mit dem Beton... Ah, nee, ich habe jetzt das falsche Fahrzeug genommen. Hab mich gerade schon gewundert. Ich habe den Fahrmischer Betonpumpen Gedöns genommen. Statt Micha. Also, das lagern wir wieder ein. Da ist der Micha. Einsteigen. Den haben wir auch noch draußen irgendwo rumstehen. Alles klar. Der steht da oben noch rum. Achso, bei dem Geodom. Genau. Wo wir immer noch keine Straße gebaut haben. Upsi. Ja, das ist ein Nebenauftrag. Wir machen hier nur die Story durch. Nebenaufträge werden wir mal weglassen, denke ich mal. Ich glaube, wir haben dann, wenn wir nämlich mit der Story durch sind, erstmal wieder genug Bausimulator gehabt. Und dann machen wir erstmal wieder was anderes, spielen wir was anderes. Und dann beim nächsten DLC, falls da noch was kommt, ich weiß ja nicht, was da noch geplant ist von den Entwicklern, können wir nochmal reinschauen. Ich weiß halt echt nicht, ob noch irgendwas geplant ist oder ob jetzt, wenn das Jahr jetzt rum war, ob da noch was nachkommt oder nicht. Keine Ahnung. Ich will hinten das Ding drehen, aber jedes Mal die Sicht, weil ich wieder im falschen Modus bin. Im Airport-Sim benutze ich die Steuerung falsch für die Sicht, weil ich immer denke, ich bin im Bausimulator von der Steuerung her. Und im Bausimulator denke ich, ich bin im Airport-Sim drin. Oh, Bremse! Die ging gerade nicht. Mann! Voll auf die Bremse gelatscht und das Ding ist kaum langsamer geworden. Ich glaube, wir kommen aber nicht so wirklich dran aus der Position. Mm-mm. Vielleicht haben wir aber Glück, das backt sich da rein. Dann hätten wir gewonnen. Weil so wird das nichts. Wir könnten... Ja, aus der Entfernung bringt das auch nichts. Die Schuhe ist auch nicht höher. Wir fahren mal so hin. Ich lasse einfach mal laufen. Es plätschert. Wobei, jetzt hat es, glaube ich, wieder aufgehört. Ja, funktioniert nicht. Ach, Kacke. Ich will die Betonpumpe jetzt nicht umparken. Aber vielleicht kann ich den Micha schräg stellen. Ich werde aber wahrscheinlich... oh, die Bremse im Rückwärtsgang hier runter funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist eine Manövriererei. Ja, wir werden aber sehr wahrscheinlich nicht drum rumkommen, oder? Wobei, doch, das kann passen. Das kann jetzt passen. Die Schuche noch anmachen. Ah,
jetzt immer zu nah dran, oder wie? Gut, ich kann aber noch mal ein bisschen wegfahren. Ich kann noch mal ein bisschen weiter wegfahren. Da sind wir aber wieder mehr auf der Schräge. Da kann es wieder mehr ein Problem werden. Bau doch einfach das Ding auf. Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich parke die Betonpumpe um. Wir fahren weiter nach vorne. Vom Platz her reicht's. Also macht keinen Sinn, da jetzt so lange rumzuprobieren. Ein Grund, warum ich Betonpumpe und Betonbücher nicht so sehr mag. Du hast immer irgendwelche Probleme. Ständig umparken, ständig da rumprobieren, ständig da was machen. Überlegen, wo musst du parken und so weiter und so fort. Kommst du da dran, kommst du nicht dran? Klappt das nicht? Der gute alte Krankübel. Ich sehne mich gerade nach dem guten alten Krankübel, aber ich glaube, wir haben dafür zu viel hier zum Betonieren. So, ich hoffe, mit den Stützen passt es. Jawohl, gut. Dann Klappe auf. Hier wieder hochfahren, dass wir mit dem Betonmischer da hinten dran kommen. Und jetzt können wir auf die gerade Fläche hier fahren, können dann betonieren und dann ist gut. Haben wir genug rumexperimentiert. Reicht jetzt. Jetzt muss man vorwärts gehen. Gott. Steigen wir gerade mal ein. Ach komm, Warnblinker können wir eigentlich anlassen. Ich fahre jetzt eh wieder da rückwärts rein. Rückwärts fahren ist immer ganz gut, wenn man Warnblinker anhat. Und wenn es piept. Ich finde es ja ganz süß, dass so Elektrofahrzeuge gerne mal beim Rückwärtsfahren piepsen. Ich verstehe zwar nicht so ganz den Sinn dahinter. Ich meine, der Sinn dahinter ist schon klar, aber du hörst Elektrofahrzeuge beim Rückwärtsfahren kaum. Du hörst Elektrofahrzeuge, wenn du außerhalb von dem Fahrzeug bist, beim Vorwärtsfahren kaum. Ja, also auf Parkplätzen wäre es auch gut, wenn die Karren im Vorwärtsgang piepsen würden, weil Elektroautos wollen nicht einfach grundsätzlich überfahren, habe ich das Gefühl. Nee, man hört die einfach nicht. Ich meine, wenn man damit groß geworden ist, dass man Autos immer hört, dann verlässt du dich auch sehr auf dein Gehör. Ich meine, man guckt sich da trotzdem immer so ein bisschen grob dann um, aber hauptsächlich, wenn du so irgendwie beim Einkaufsladen auf dem Parkplatz rumläufst, viel Arbeit läuft übers Gehör, meiner Meinung nach. Man gewöhnt sich zwar immer mehr an, sich noch ein bisschen besser umzugucken, damit du E-Scooter, E-Bikes, die mit 50 Sachen an dir vorbeirasen und so weiter, besser hörst. Aber ja, optimal ist es halt irgendwie nicht. Ich bin der Meinung, irgendwie so E-Fahrzeuge sollten einfach Motorbrummen durch Lautsprecher raushauen, wenn sie irgendwie langsam fahren. Keine Ahnung. Hauptsache, man nimmt sie wahr. Weil das Rollgeräusch auf Parkplätzen, wenn die langsam rollen, hörst du nicht so wirklich. Aber im Rückwärtsfahren piepsen die E-Autos. Ich meine, klar, Rückwärtsfahren hast du auch weniger Sicht. Wobei, ich denke mal, die meisten E-Autos werden auch eine Rückfahrkamera haben, oder? Wenn man schon so modern ist. Die Baumaschine ist schon leer. Eieieiei. Das machen aber auch nicht alle E-Autos. Ich glaube, so ein Tesla piepst nicht beim Rückwärtsfahren. Aber ich habe schon einige beim Einkaufen gesehen, die beim Rückwärtsfahren so leise piepsen. Zwar jetzt nicht so laut wie so ein LKW, aber so ein leiser Piepston. So, 50% vom Plattenfundament und 47% von dem allgemeinen Bau von dem Kampagnenauftrag Teil 1, Startrampe Teil 1 vom Finale. Ja, es ist natürlich noch ein paar Folgen hin, bis wir mit dem Finale fertig sind, aber es sind die letzten Kampagnenaufträge, die finalen Kampagnenaufträge sind das, um genau zu sein.
Dann sind wir durch mit dem Spaceport DLC. Ich habe jetzt aber gar nicht geguckt, wie lange wir für alles gebraucht haben. Aber wir haben schon einige Stunden gebraucht. Ich glaube, so mindestens oder so ungefähr 40 Stunden hatten die angegeben. Oder mehr als 40 Stunden. So haben sie es geschrieben. So hat es, glaube ich, Astragon geschrieben. Mehr als 40 Stunden Spielzeit hat man mit dem DLC. Ich weiß nicht, ob wir die schon geschafft haben. Aber wir haben auf jeden Fall einige Folgen mit dem Spaceport DLC rausgehauen. Und das, obwohl wir nicht mal die Nebenaufträge gemacht haben, weil wir hätten ja bei den meisten Aufträgen oder bei den meisten Kampagnenaufträgen hätten wir noch Nebenaufgaben. Also dass wir nochmal ein Gebäude nebendran bauen oder die Straßen ausbauen, das wäre alles noch zu machen, theoretisch. Also wir kommen, ich glaube, die 40 Stunden sind wirklich schon mindestens mal drin. Also das ist locker machbar, wenn wir die nicht schon geschafft haben jetzt mit den Kampagnenaufträgen. Und hätten wir die eine oder andere Aufgabe nicht übersprungen oder ein bisschen geschummelt, dann hätten wir wahrscheinlich mit der einen oder anderen Aufgabe allein schon die 40 Stunden zusammengekriegt. Sehe ich kein Problem mit. Also, dass wir einmal diese Grube da ausgehoben haben und da die ganze Zeit Erde hoch und runter gefahren haben, das hatten wir dann übersprungen nach einer Stunde oder zwei. Da wärst du schon fast auf die 40 Stunden gekommen, wenn du es wirklich komplett gemacht hättest. So. Hier schalten wir jetzt gerade mal das Gießen ganz kurz aus. So. Ich hoffe, die Fahrzeuge können da stehen bleiben. Das wäre so ärgerlich, wenn nicht. Wenn ich da jetzt ständig hoch und runter fahren muss. Und ihr habt gesehen, das Material müssen wir auspacken. Es wäre so ärgerlich, wenn ich die Fahrzeuge da wieder wegfahren müsste und dann wieder runterfahren und hoch und runter. Das war schon ein Kampf, mit der Betonpumpe hier runterzukommen. Oh. Schalungsplatten platzieren. Oh. Sind die hier oben? Oder müssen wir die liefern? Nee, die müssen wir nicht liefern. Da sind sie. Die Schalungsplatten. Und das müssen wir dann mit Beton alles füllen. Oh Gott, das wird aber eine unglaublich große Menge. Ach, der Kranplatz wurde hier jetzt auch einfach mal betoniert. Okay. Von mir aus. So, lassen wir den Haken mal ab. Cool, dass wir die Verschalung da jetzt so zusammenbauen. Das ist mal was anderes. Sind insgesamt 5 Teile. Warum 5? Achso, an die eine Seite müssen wir nichts dran bauen, oder wie? Achso, da kommt dann eh nochmal ein paar dran. Alles klar, das muss ich nicht machen. Das macht dann wahrscheinlich das Spiel selber. Weil normalerweise müssten es 6 Teile sein. Aber die eine Seite ist noch offen, da wird bestimmt noch vom Spiel selber was dran gesetzt. Und dann können wir da wahrscheinlich ganz viele Mischerladungen Beton reinballern. So, gehen wir gerade mal in die Außenansicht. Ich finde zwar die Ego-Perspektive immer cooler bei den Krähen, aber ja, ich verstehe es. Für euch im Video ist es ein bisschen schwieriger. Weil es da alles dann nochmal ein bisschen kleiner ist, weil ich glaube, mein Monitorformat haben nicht ganz so viele in der Community hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf den Handys nochmal ein kleines bisschen kleiner. Aber ich habe ja wenigstens den Kanal mittlerweile so ausgebaut, beziehungsweise habe OBS so angepasst und eingestellt, dass ich per Tastendruck quasi die Spielformate durchswitchen kann. Das heißt, die Spiele, die jetzt kein 3440x1440 unterstützen, die kann ich wenigstens dann in 1920x1080 aufnehmen. Genauso wie PlayStation und so weiter nehme ich auch in dem Format auf. Und ja, würde es noch irgendwie schöne Spiele oder Simulatoren für die Switch geben, würde ich das dann auch mal gerne irgendwann machen. Wobei, Switch habe ich immer so ein bisschen Angst. Nintendo ist ja ziemlich zickig, glaube ich, so Content-Creator gegenüber stellenweise. Also da war ja mal so eine richtige, ja, nicht Abmahnwelle von Nintendo, sondern ja, es wurden ganz, ganz, ganz viele Videos gesperrt zu Nintendo-Spielen. Ich weiß nicht nur, ob es wirklich die Spiele von Nintendo nur betrifft oder alle Spiele für die Konsole von Nintendo. Da bin ich nicht gut genug im Thema drin.
Aber da hätte ich schon so ein bisschen Bedenken, dass irgendwann eine Mail oder ein Brief von Nintendo im Briefkasten ist mit der Drohung oder beziehungsweise dass YouTube dann einfach alle Videos von mir löscht, die mit Nintendo zu tun haben oder alle Videos rausnimmt oder den Kanal komplett einfach sperrt. Da hätte ich ein bisschen Bedenken. Ich meine, klar, man kann alles auch mit Nintendo absprechen und so weiter und so fort, aber soweit ich weiß, damals, als diese Welle darum ging, dass ganz viele Videos gesperrt wurden, ich glaube, die haben auch Leute gesperrt, die eigentlich das mit Nintendo Deutschland abgesprochen hatten. Also da war irgendwas total merkwürdig gelaufen. Ich das so richtig mitbekommen habe. Ich habe das aber nur so am Rand mitbekommen, aber wenn man das schon so ein bisschen am Rand mitbekommt, dann verliert man da so ein bisschen die Lust, mit der Konsole dann da irgendwas aufzunehmen. Naja. Wobei ich ja eigentlich am Überlegen war, Notruf 112, der Angriffstrupp, dann, wenn das für die Switch rauskommt, auch nochmal zu zeigen. Einfach um so ein bisschen den Vergleich zu bringen. Aber andererseits, es ist und bleibt ja das gleiche Spiel. Es sieht wahrscheinlich grafisch ein bisschen anders dann auch aus. Bisschen schlechter vielleicht noch. Wobei, ich weiß es nicht, vielleicht auch besser als die PS4. Die PS4 ist ja sowas von uralt schon. Gut. Achso, jetzt müssen wir erst Part 2 verschalen. Alles klar, ich habe gedacht, das Spiel übernimmt das jetzt vielleicht. Aber nö, wir müssen Part 2 noch verschalen. Ich kriege auch immer wieder den Wunsch, Emergency 4 mal zu zeigen auf dem Kanal. Aber Emergency 4 ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Was Auflösung und so weiter betrifft. Weil es halt einfach alt ist und sogar nicht mal einen offiziellen Fenstermodus hat. Du kannst es über die Config-Dateien, kannst du da ein bisschen rumkämpfen. Kann sein, dass die eine oder andere Modifikation da mittlerweile eine Möglichkeit bietet, aber das Standard Emergency 4 bietet sowas nicht. Nicht mal, wie gesagt, einen Fenstermodus. Fenstermodus musst du dann über die Config-Datei oder sowas, musst du das selber rein eintragen, abändern und so weiter. Dann kriegst du wirklich Emergency in der kleinsten Auflösung im Fenstermodus dargestellt. Und das ist so unglaublich klein bei mir, dass es wirklich richtig anstrengend ist für die Augen. Ich meine, die anderen Spiele, wenn ich die in 1920x1080 spiele, die sind auch klein. Aber das ist noch okay. Ist noch okay. Den Fenstermodus von Emergency 4 kannst du nicht mal größer zerren. Da geht nichts. Das ist dann eine Größe. Wenn du das in den Config-Dateien einträgst, dann hast du diese Größe. Kannst du nicht irgendwie größer machen. Ist sehr anstrengend dann für die Augen. Sehr schwierig. Ich meine, ich will das... Oder ich würde das gerne auch mal aufgreifen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber das kostet mich dann ziemlich viel Zeit, das wieder einzurichten, zu gucken, zu schauen, probieren, rumtesten. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie größer. Vielleicht kriege ich es über den OBS-Vorschaubildschirm größer, dass ich dann darüber spiele irgendwie. Das könnte vielleicht funktionieren. Da muss ich aber noch rumtesten. Also, dass ich das Spiel im Fenstermodus laufen lasse, sag OBS, dass das abgreifen soll. Und OBS dann als Vollbildmodus vielleicht... Ah, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert oder ob das sich dann beißt, weil... Ja, nee, ich glaube, das geht nicht. Wobei, wenn ich aber OBS sage, es soll nur das Spiel abgreifen und nicht den kompletten Desktop aufzeichnen, müsste das eigentlich funktionieren, dass es nicht doppelt überlegt ist. Beziehungsweise nicht doppelt aufgezeichnet wird, die Bildschirmbewegung und das, was ich gerade sehe und so weiter. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich wird es dann OBS dermaßen verpixeln und groß ziehen. Aber das wäre vielleicht eine Idee. Dass ich das Spiel größer bekomme. Ohne, dass ich Augenschmerzen bekomme, aber wahrscheinlich, wie gesagt, wird das so ein Pixelbrei werden. Wenn ich es halt im Vollbildmodus spiele, dann tut sich Emergency 4 strecken. Also so, dass es auf den Monitor passt. Das ist nicht geil. Tja, das wäre vielleicht echt eine Idee. Fenstermodus in der Config-Datei eingetragen oder im Fenstermodus dadurch gestartet, dann OBS gesagt, dass das nur das Fenster abgreifen soll und OBS dann im Vollbildschirm beziehungsweise die Spielvorschau beziehungsweise Aufnahmevorschau dann als Vollbildschirm gemacht und dann da ein bisschen gedattelt, aber ja, muss ich noch rumprobieren und testen und die CD erstmal wieder raussuchen. Die wir den Wasserschaden hatten, ist vieles jetzt wieder im Keller irgendwo verstaut. So, Wände gießen und Bewährungsgitter müssen verteilt werden. Gut, wenn wir gerade im Kran sind, würde ich jetzt einfach mal die Bewährungsgitter verteilen. Wir werden dann wahrscheinlich noch die Wand 2 betonieren.
bin ich jetzt eigentlich auf das Thema gekommen mit Emergency 4? Keine Ahnung. Ich finde halt auch die Grafik von Emergency 4 an sich ziemlich veraltet. Ich glaube, das schreckt mich auch noch so ein bisschen ab. Ich meine, klar, wenn die Modifikationen richtig gut sind und so weiter, dann... Ja. Und es soll ja sehr viele gute Modifikationen für Emergency 4 mittlerweile geben. Ich bin ja nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, was den 4er-Teil betrifft. Quasi auch den 5er-Teil kriege ich immer nur so ein bisschen am Rand mit, was es da alles so gibt und was sich da alles so tut. Ich bedenke, ich habe früher meine ganzen Tage quasi, freizeitmäßig, ich habe die fast immer nur im Emergency-Forum verbracht. Ich war eigentlich hauptsächlich nur ein stiller Leser. Ich habe ständig aktualisiert und habe geguckt, ob irgendjemand eine neue Nachricht geschrieben hat. Voll krank eigentlich. Das Einzige, was ich im Emergency-Forum immer mal geschrieben hatte, war halt im Off-Topic-Bereich zu Rise of Roots. Da war ich immer aktiv und habe da die Community so ein bisschen am Laufen gehalten. Aber ansonsten stiller Mitleser. Immer gefreut, wenn irgendwas geschrieben wurde zu irgendeiner Modifikation oder irgendwie neue Bilder gab und so weiter. Immer gefeiert. So. Sollen die Baumaterialien auspacken? Oh, ich darf hier nicht runterspringen. Schade. Schade, die haben da eine unsichtbare Wand hingesetzt. Aber hier. Ich finde immer einen Weg. So, das müsste dann eigentlich die andere Wand werden, oder? Ja. Ja gut, dann würde ich da jetzt gerade mal weitermachen, oder? Was meint ihr? Ja, dass wir da jetzt erstmal die Verschalung weiter anbringen und dann können wir... Oh, ich sehe gerade, die Folge geht schon wieder voll lang. Gut, dann bringen wir in der nächsten Folge... würde ich sagen, die Verschalung noch an und dann können wir fleißig betonieren. Und dann machen wir gleich alles auf einem Rutsch. So, gerade nochmal den Mond untergehen lassen. So, ich brauche nämlich noch ein Foto. Und dann machen wir alles auf einen Rutsch, dass wir hier vorne Beton reinfüllen und hier hinten. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, also ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Würde mich auch sehr freuen, weil ein Großteil, der auf YouTube hier zuschaut, der kommt zwar öfters mal wieder laut Analytics, hat aber nicht abonniert. Ist sehr schade. Würde mich sehr freuen, wenn auch die Personen alle abonnieren würden. Dann hätten wir schon fast 100.000 Zuschauer, glaube ich, hier oder so ungefähr. Das ist wirklich, beziehungsweise Abonnenten. Das wäre krass. Ja. Ansonsten gerne natürlich noch den Discord-Server beitreten und den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen, wäre auch eine super Sache. Genau. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.